So, da kann man auch noch nicht drüber. Das wäre jetzt aber... Vielleicht kommt man von den Häusern da drüben auf die andere Seite. Oh, das sehe ich aber noch was, weswegen ich gerne nochmal nach unten gehen möchte. Wie komme ich an dich ran? Einmal nach da. Ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt von mir selbst, dass ich es schaffe, da zu sehen, dass da Federn sind. Normalerweise laufe ich doch einfach gut und gern dran vorbei. Ah, nee, das geht so nicht, aber vielleicht geht es da drüben. Nee, dann müssen wir einmal... Achso, es geht doch. Na gut, dann machen wir das so. Und so. Und schon die nächste Feder gesammelt. 40 Stück an der Zahl. Du willst mir jetzt sagen, ich kann da einfach reinmarschieren oder was? Und hätte jetzt hier extra einen Umweg suchen müssen. Ich bin enttäuscht von mir selbst, dass ich nicht so einfach gedacht habe. Ich habe gedacht, man müsste einfach über... Entschuldigung, einfach über das Ding gehen. Über die Dächer irgendwie, über die Festungsmauer, aber man kann hier einfach reinspazieren. So, als wäre nie was gewesen. Na gut, dann spazieren wir hier rein. Es ist anscheinend noch für alle offen. Ich dachte, der hat sich hier verbarrikadiert. Vielleicht ist damit aber auch was anderes gemeint, als eine andere Stelle, wo sich versteckt. Entschuldigung. Und hier gibt es ein Versteck mit Münzen zum Holen. Also, brauchen wir zwar nicht mehr, aber ich nehme es trotzdem gerne mit. Dann schauen wir doch mal rein, stellen wir uns vor. Diese Rüstung schaut so super aus. Ich werde es noch 100 Millionen Mal sagen, aber die schaut so super aus. Jetzt hier nicht so laut. Wir sind noch in geheimer Mission hier. Schiffbruch. Das Trockendock des Arsenale infiltrieren und den darin versteckten Templerschatz finden. Na, das sehe ich mich aber. Da sehe ich mich aber. Warnung, Sperrgebiet. Die Werft betreten. Neuer Status gesucht. Oh, das ist okay. Und hier komme ich nicht weiter, aber ich kann nach da oben. Kann ich hier hochspringen oder muss ich von Wand zu Wand gehen? Ne, ich kann hier hoch. Hoppala. Irgendwas... Ach, schade, zu langsam. Irgendwas sagt mir, dass ich nach ganz da oben muss. Da stand es auch gerade, den Balkon erreichen. Nur wie erreichen wir den? Das gilt es noch herauszufinden. Hier laufen ganz komische Routen. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich sowieso in einen Kampf verwickelt werden. War ich zu laut? Egal, es reicht, um den niederzumachen. Und den auch. Der Rest hat es nicht gehört. Wir können uns halbwegs frei bewegen. Was sehe ich denn da? Eine Kiste und ein Dings zum Aufmachen. Muss ich dafür in das Becken rein? Ich muss da nicht tauchen, oder? Ich dachte jetzt, dass ich da vielleicht runtertauchen muss, aber anscheinend nein. War ich da irgendwie von oben drüber oder so? Doch, da ist was, aber wie soll ich denn da reinkommen, ist die Frage. Den Schatz würde ich jetzt schon gerne mitnehmen. Ach so, ah, warte mal, ich bin wieder zu weit. Ich muss vielleicht gar nicht tauchen, sondern ich muss noch hier entlang. Und hier ist jetzt zufälligerweise offen. Geh mal hier drauf. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht hoch, aber vielleicht geht's nach da hinten. Gut, da liegt aber auch was, nur wie komme ich da hin? So, da kann ich hier bestimmt irgendwie... Kann ich hier hoch? Nee. Kann ich hier hoch? Nee. Ah, aber ich kann da... ran, glaube ich. Ach nee, noch besser, ich kann da ran.
Dann da ran. Dann darüber. Kann ich noch hoch? Nee, das heißt, ich muss... Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welche Taste ich drücken muss. Na, nicht runterfallen. Geheimen Bereich entdeckt. 500. Vielen Dank, aber das war nicht der, den ich gesucht hatte. Ich dachte, das würde der andere Bereich sein. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Hier geht's nicht weiter, oder? Da, ne, da ist nichts. Dann gehen wir hier wieder raus. Wie kommen wir denn an das andere Ding da dran? Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das Tauchen funktioniert. Falls wir das hier überhaupt anwenden sollen. Aber hier geht's ja nach unten. Vielleicht kann ich hier irgendwo auf der anderen Seite rein? Nee. Also vielleicht ja, aber vielleicht müssen wir dafür ganz nach da hinten. Hoppala. Nein, hier ist nichts. Ne, ich kann nur eintauchen, aber nicht abtauchen. Dann geht das so, glaube ich, nicht. Bin ich mich jetzt hier schon wieder vertäuscht? Vielleicht können wir irgendwo von weiter oben rangehen. Eventuell. Wenn nicht, dann... Ich weiß übrigens immer noch nicht, ob sich jetzt hier bei den 330 Schätzen, die hier mit einreihen, ob das nicht zusätzliche Dinge sind. Weil in dem Gesamtdings werden die irgendwie nicht mit aufgezählt. Was habe ich jetzt gemacht? Das war jetzt einfach nur improvisiert, aber ich glaube, damit kommen wir in Richtung des Balkons. Kann ich da oben irgendwie noch runterspringen vielleicht? Komme ich hier irgendwo noch runter zu euch? Nee. Kann ich hier irgendwas losmachen, was es den Eingang zertrümmert? Nee. Schade. Ach, ich würde es eigentlich schon gern wissen. Habe ich aber noch nichts gefunden, wie wir reinkommen. Naja, gut. Jetzt stehe ich da oben, aber wohin muss ich als nächstes? Ich muss den Balkon erreichen. Das geht aber nicht von hier, sondern ich muss einmal da außen rum. Also heißt es, ich muss wahrscheinlich nach da drüben springen? Nee. Nach da drüben springen? Nee. Irgendwas zum Aktivieren? Nee. Da komme ich her. So weit kann ich doch jetzt springen. Das funktioniert doch nicht. Wobei, vielleicht lande ich dann da unten drin. Schauen wir mal. Ja, okay. Das war schon mal ein schlechter Versuch. Das ist perfekt. So wie es nicht hätte sein sollen. Nur wie ich zu dir komme, ist noch die Frage. Habe ich da hinten irgendwas versteckt? Was ist das da hinten? Achso, da habe ich den einen reingeworfen. Kann ich da hinten aber leider was finden? Nee, schade. Okay. Nee, die Leiter zu nehmen, die direkt neben dran hängt, das wäre zu einfach. Da drin ist auch ein Hebel, um wahrscheinlich hier die Tür aufzumachen, aber wie komme ich da rein? Das ist ja irgendwas unten drin. Komme ich hier vielleicht irgendwo hin? Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ach so, na gut, aber da war ich... vorhin schon, oder? Kann ich jetzt darüber springen? Ne, kann ich nicht. Heute muss ich... Ach so, okay. Dann müssen wir nochmal das da tun. Ach so, es geht gar nicht. Perfekt. Hat sich also richtig gelohnt, dieser Umweg. Na gut, dann gehen wir nochmal nach oben hin.
Aber wo soll ich da hin, ist die Frage, wenn ich da oben bin, weil ich komme nicht bis nach da drüben. Ach so, natürlich. Und da oben ist jetzt einer, der mich schon sehen kann. Habe ich vergessen. Ach, ich muss da hoch, oder was? Ja, ja, alles klar. Ja, und das schaffe ich jetzt natürlich nur, wenn ich den hier mache. Okay. Und dann muss ich da rüber. Ah, alles klar. Das schaukelt aber stark. Ach, da sind die Schützen. Uiuiui, schnell nach oben, sonst hauen die mich runter. Danke. Naja, nicht so weit. Schön, dass er gerade einen Pfeil von seinem Kollegen gefordert hat. Autsch. Und schön, dass ich von seinem Kollegen einen Pfeil gefordert habe. Aber ich komme da auf dich zu, mein Freund. So, nicht sehr stilecht, aber sein Zweck erfüllt's. So, und jetzt muss ich nach da oben und da drüben weiter, oder was? Oder wie? Ich meine, ich kann noch nach da drüben, ja. Die Frage ist nur, will ich das? Kann ich mich da festhalten? Ich glaube es nämlich fast nicht. Boah, ich möchte ungern das Ganze jetzt nochmal machen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ne, da drüben ist nichts. Oder kann ich da drüben an dem... an diesen Schrägdingern hochklettern? Ne, das ist zu weit weg. Da geht es auch nur zu weit nach unten. Es muss irgendwas hier sein. Vielleicht kann ich wirklich an den Pfeilern da festhalten. Ja, nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung. Ich arbeite auch so vielleicht und dann so und dann kletter ich da einfach außen rum. Ich versichere euch, ich entstamme einer alten Familie von Schiffsbauern. Ich bin kein Dieb. Du wirst deine Stimme nicht gegen mich erheben und davon kommen. Und dann muss ich... warte mal, bin ich ganz im Eck, ja? Deine Männer sind in die Schatzkammer eingebrochen und wollten uns bestehlen. Dann tötet mich doch! Wenigstens behalte ich meine Ehre, anders als der Sohn eines Schweinehirten hier vor mir. Er hätte besser auf seine Leute achten sollen. Bei einem Einbruch in die Schatzkammer hört der Spaß auf. Wir brauchten ihn für die Flotte. Jetzt muss ich einen anderen Schiffsbauer finden. Melde Eindringlinge das nächste Mal der Wache, statt dich selbst darum zu kümmern. Esel. Dem kann ich nichts hinzufügen. Wieso haben wir jetzt eigentlich nur zugeguckt, wie der Junge den einfach runtergehauen hat? Donato? Cazzo! Assassino! Den fliehenden Templer töten, wo ist er hin? Ach nee, ich weiß wieder nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, ich will entkommen. Glaubst du, du bist entkommen, meinst du? Ja doch, du bist entkommen, weil Ezio möchte hier nicht die Dinger nutzen. Jetzt? Ich komme doch nie im Leben bis darüber. Ich meine, ich habe da drüben noch mal die Leiter zum Hochkommen, aber ich komme noch niemals im Leben bis darüber. Muss einen Ausweg finden, bevor er nicht. So, jetzt vielleicht. Hallo, ich bin auch da. Bist du schon eingeschlafen? Schade, ich habe gedacht, so lange kann ich hier warten.
Ja, wir wissen doch, was passiert. Er würde jetzt wieder so lange fliehen, bis er sich bei irgendwelchen Leuten verstecken kann. Dann würde wieder, obwohl ich der Kinder im Steh ein Tor zufallen. Das ist richtig, ich springe lieber die Wand an. Läuft jetzt hier die ganze Zeit im Dreieck. Oh, diese Kamerasteuerung. Wir stehen mit unserer Nase schon im Versteck und trotzdem konnte uns entkommen, natürlich. Aber das beeindruckt mich. Ja, weniger. Vor allem, die können mich auch sofort sehen, die Bengels. Okay, da reicht es schon wieder nicht mehr. Wir konnten 13 hier noch so ausschalten. Ja, war schön. Möchte noch jemand? Also die geben sich gerade gar nicht so viel Mühe. Das war's wohl. Das habe ich gesehen. Nur wie ich jetzt an diese andere Kiste reingekommen wäre, habe ich nicht gefunden. Das ärgert mich ein bisschen. Einmal hier bitte öffnen. Und wir sind in der Geldtruhe der Templer oder so ähnlich. Weil da sind aber gute Schätze versteckt. Oder für Gutschätze versteckt. Zeig mal her. Das werden wahrscheinlich jetzt wieder so die Standard 500er sein, was ich sehr gut finde. 500 hier. 500 da. 500 da drüben. Und dann nochmal 500 an dieser Stelle. Liegt denn in dem Eck noch eine? Nee, aber das hier haben wir noch. Wir nehmen eine Münze raus, die ist 2000 wert, aber wir wollen nicht mehr mitnehmen, das wäre schon gierig. Lassen wir den Rest da. Nein, kleiner Spaß. Zum Öffnen drücken. Templerschatz gefunden. Und da sind wir wieder zurück aus der Kanalisation. Sind wir rausgekommen an dieser Stelle? Okay, also außerhalb davon, aber wir müssen leider nochmal da rein. Ich würde mir gerne den Aussichtspunkt noch holen. Und den Aussichtspunkt noch. Und dann haben wir hier zumindest alles schon wieder aufgedeckt. Jetzt habe ich schon wieder meinen Punkt verloren, den ich sagen wollte. Egal, wir rennen erstmal wieder in die Richtung.